Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich bin hier, um die Pflanzen abzuliefern. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Ich hab doch alle. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Du willst mich doch auf den Arm nehmen, hä? Nö. Bei Adanos. Es ist tatsächlich alles dabei. Ja, sag ich doch. Aus dir könnte vielleicht doch noch ein brauchbarer Alchemist werden. So, kann ich jetzt anfangen? Kann ich jetzt bei dir als Lehrling anfangen? Was mich betrifft, ja. Für Harad ist nur wichtig, dass du in der Lage bist, die Stadt zu verteidigen, falls die Orks kommen. Aber er hält dich für einen Feigling. Bosbar hat sich sehr zurückhaltend über deine Qualitäten geäußert. Hey. Ich vermute, er würde dich gerne selber als Lehrling haben. Aber am Ende hat er seine Zustimmung gegeben. Torben ist ein sehr gläubiger Mann. Er hat dir seinen Segen gegeben. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, bestimmt. Was Matteo betrifft, er hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Damit hast du die Zustimmung von 4 Meistern. Das reicht aus, um als Lehrling aufgenommen zu werden. Bist du bereit, deine Lehre bei mir zu beginnen? Ich will noch mal drüber schlafen und gucken, ob ich nicht die Banditen noch zur Strecke bringen kann. Lass mich noch einmal drüber schlafen. Gut, wenn du nicht wirklich mit ganzem Herzen bei der Sache bist, solltest du dich für einen anderen Weg entscheiden. Nee, ich bin da schon dabei. Wie gesagt, ich will nur noch auch Harad davon überzeugen, dass er für mich stimmt. Was war's? Nee, nicht der. Wer war das denn? Der hat doch gemeint, irgendeiner von den Händlern am Marktplatz. Was, Harkon, der Waffenhändler? Der überfallen wurde. Ach, ich frag die einfach mal. So viele sind es ja nicht. Und ich muss dann eh hier hinten raus. Das liegt ja auf dem Weg. Das ist schon okay. Es wird wohl nicht der gewesen sein mit Rengaru, nehme ich an. Sondern der hier, oder? Genau, Banditenüberfall. Jawohl. Harad hat mir von dem Banditenüberfall erzählt. Ach, und? Er will mir seine Zustimmung geben, eine Stelle als Lehrling anzunehmen, wenn ich die Banditen zur Strecke bringe. Der gute alte Harad. Das ist wohl seine Art, sich dafür zu entschuldigen, dass er zurzeit keine Waffen mehr für mich herstellt. ja, komm, das mache ich. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Okay, wo war das denn genau? Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Ja. Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Ich weiß, wo ich Pablo finde. Ich kümmere mich drum. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Du willst doch bei Harad Punkte sammeln. Oder etwa nicht? Ja. Ich denke nicht, dass ich dich dafür noch bezahlen muss. Oh. Schade. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Oh, warte mal. Paladine. Weißt du etwas über die Paladine? Die können dich weiterverkaufen, ja, die Info. Die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Wo bekommst du deine Waffen her? Nirgendwo. Harad hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht.
Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Ich schätze mal, der Harald hat einfach Angst vor den Orks. Zeig mir deine Ware. So, ich habe... Ah, das wäre natürlich verlockend. Den habe ich ja schon... Was kann ich mir denn leisten? Ich habe, glaube ich, Stärke 20, ne? Da kann ich mir ein Kurzschwert sogar leisten, das dann 40 Schaden macht. Naja, könnte ich mir theoretisch leisten, wenn ich das Geld hätte. Also leisten im Sinne von, ich könnte es benutzen. Ich würde das Wolfsmesser allerdings gerne behalten. Ja, ich könnte Nagelknüppel und das rostige Schwert verkaufen. Komm, das mache ich mal. Da habe ich eine bessere Waffe. Wenn ich eh gegen die Banditen kämpfen will, brauche ich eh eine vernünftige Waffe. Das heißt, das hier brauche ich nicht und den hier brauche ich nicht mehr. Und dann sollte ich genug haben für dieses hier, ne? 500. Nein, noch nicht ganz. Gut, dann... Was mache ich dann? Was verkaufe ich denn dann? Ein Hammer? Nö. Nee. Ich glaube, ich verkaufe einfach diese Machete. Ich brauche die rostige Axt hier auch gar nicht. Hehe, Blödsinn, reicht ja gar nicht. Bier. Nee. Ich könnte die Pfeile noch hergeben, aber das... Ach komm, was soll's. Ich gebe die Dinger her. Ist doch egal. Ein Wolfszahn wäre natürlich auch verlockend. Ich habe ja noch 5... Ich habe ja sogar noch 5 Lernpunkte. Das heißt, ich könnte nochmal meine Stärke ein bisschen steigern und dann gleich die etwas stärkere Waffe haben. Statt dem Kurzschwert. Das mache ich einfach. So, genau. So, vielen Dank. Dann mache ich jetzt noch einen kleinen Abstecher in den Hafen. Und auf dem Weg zurück werde ich dann Pablo in der Unterstadt treffen. Der mir dann hoffentlich noch ein bisschen was darüber erzählen kann, wo die Banditen so sind. Wo ich die finde. Wie stark die sind. Ob ich mich damit anlegen kann und so. Ja. Allerdings habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen wieder das Problem in Gothic 2. Das ist so ein bisschen das Problem hier bei dem Spiel. Es gibt einfach so viele Quests auf einmal. Der 1er war in der Hinsicht ein bisschen langweilig. Weil einfach eins schön nach dem anderen kam. Vielleicht mal 2 oder 3 Sachen parallel, aber halt nicht allzu viel. Und hier in Gothic 2 wird man in der Stadt einfach nur zugemüllt mit diesen Quests. Es ist schon toll, also gleich so mittendrin zu sein, aber ich komme halt echt leicht durcheinander damit. Warte mal. Warst du nicht in der Kneipe vorhin? Ach ja, du bist der mit dem Kampf, gell? Nee, lass mal, ich habe gerade keine gescheite Waffe. Ich habe auch die 5 Lernpunkte. Hey, du. Genau. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Nämlich Stärke. Plus 5. Vielen Dank. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. Genau. Laris war der mich zu Lee bringen kann, zu den Söldnern. So, aber zuallererst jetzt, aber wie gesagt, will ich erstmal hier Bürger werden. Dann werde ich mich ein bisschen um die vermissten Leute kümmern und dann, denke ich mal, werde ich mich auf den Weg in Richtung Söldner machen. Um dann letzten Endes zurückzukommen und Magier zu werden. Ah, Pablo, hey, ich wusste doch, das ist der hier. Was weißt du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie. Aber es gibt etliche Splittergruppen. Einige haben sich in die Berge verkrochen und wieder andere haben sich dem Großbauer Ona angeschlossen. Aber am meisten Probleme machen die Banditen, die sich in der Nähe der Stadt herumtreiben. Sie sind der Grund dafür, dass sich keiner der Händler mehr vor die Stadttore traut. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Na, klasse. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, sie wissen, wie sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja, wir vermuten, dass sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Das klingt nach einer Sache für mich. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Wir haben sie in der Nähe des Großbauern aufgegriffen. Aber sie sahen nicht aus wie Onas Leute.
Ich denke, sie gehören zu einer kleineren Gruppe, die sich irgendwo in der Nähe von Onas Hof in den Bergen verkrochen hat. Aber wenn du vorhast, dahin zu gehen, muss ich dich warnen. Die Halsabschneider machen mit jedem kurzen Prozess. Ich werde es mir merken. Das klingt ja dann doch so ein bisschen ernüchternd, dass es so viele Viecher da draußen gibt. Kann ich mich jetzt denn mit Valentino anlegen? Dann würde ich mein neues Schwert verlieren. Das wäre ärgerlich. Oh mein Gott, die Frage ist nur, wer ist der Hehler? Wer ist denn der Hehler? Wer könnte der Hehler sein? Ich schätze mehr auf den Typen, der wollte, dass ich Sarah eins reindrücke. Weißt du vielleicht irgendwas? Bei dir reden doch die Leute bestimmt, oder? Nee, Zukunft. Hakon? Hey. Du bist nicht der Hehler, oder? Nee, Blödsinn, du wurdest überfallen von denen, du bist nicht der Hehler. Du könntest der Hehler sein. Ich muss... Dem würde ich zutrauen, vor allem, weil der ja von draußen kam, ne? Ah, den kann ich nicht drauf ansprechen. Bist du der Hehler? Nee, der wurde auch überfallen. Also ich meine, die Banditen werden ja nicht ihre eigenen Leute überfallen. So, jetzt würde ich gerne rausgehen und mich auf die Suche nach den Banditen machen, aber leider ist es dafür schon viel zu dunkel und deswegen werde ich mich diesmal in dieses Bett begeben und bis zum nächsten Morgen schlafen. Und jetzt sollte draußen wieder hell sein. Und jetzt kann ich gemütlich da rauslaufen und mal die Banditen suchen. Oder weißt du vielleicht irgendwas darüber? Ich hab... Ah, nö. Natürlich nicht. Schaut sich hier vielleicht einer so ein bisschen komisch um? So ein Hehler oder so? Oder weißt du vielleicht was von einem Hehler? Nö. Dann speichere ich doch mal, bevor ich jetzt endlich aus der Stadt rausgehe. Aber jetzt ist es endlich an der Zeit. Ich werde zum ersten Mal effektiv in diesem Spiel mich von der Stadt etwas wegbegeben. Ich denke mal, ich weiß nicht, rechts oder links rum? Ich glaube, ich gehe erstmal links rum. Links sollen ja die Kräuter von Constantino sein. Vielleicht finde ich ja noch ein paar. Mittelfristig werde ich Kräuter brauchen, um Tränke zu brauen. Na. Komm her. Na, komm schon. Wie jetzt? Ich krieg dich nicht. So, geht doch. Nichts zu holen. Mit einer besseren Waffe sind die doch schon ein bisschen einfacher zu erledigen. Auch wenn ich selber immer noch nicht allzu viel aushalte. Ist das die Höhle? Nein. Ist hier die Höhle? Weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Aber ich brauche auf jeden Fall Heilung. Pfiffsuppe. Na lecker. Na, was soll's. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier... ganz viele Kräuter. Natürlich erklärt das, warum er hier mal sammeln geht. Weil er hier erfolgreich sammeln kann, der Constantino. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich lieber mit oder ohne Waffe in der Hand rumziehen sollte. Ohne Waffe in der Hand finde ich die ganzen Kräuter hier. Mit Waffe in der Hand bin ich halt kampfbereit. War da gerade noch irgendwas? Ja, Heilpflanze. Oh, da unten. Da ist doch was. Was haben wir denn hier? Eine rostige Axt. Leider keine Ork-Axt. Schade. Ah, schade. So eine Ork-Axt wäre jetzt eine gute Sache gewesen. So eine Ork-Axt wäre jetzt echt praktisch gewesen. Und dann hätte ich mich auch ein bisschen geärgert, warum ich die Sache mit den Banditen angefangen habe. Ah, da hinten ist eine Höhle. Oh mein Gott, sind die Mole-Rats hier stark verglichen mit dem ersten Teil. Wie viel brauche ich noch? Genau, 15. Ha, kommt genau hin. Drei von den Teilen. Ich habe die Höhle gesehen. Ich habe das schon angesprochen. Ich würde nur gerne hier, bevor ich in die Höhle reingehe und wahrscheinlich für immer vergesse, dass es hier noch was gibt, denn das sieht doch stark nach Sackgasse aus, diese Sackgasse noch eben erkunden. Sonst vergesse ich hier die ganzen Dinge, die es hier gibt und übersehe die. Ist doch eine Sackgasse, oder? Ja, ist eine Sackgasse, war ja klar. Warte mal, komme ich hier auf die Stadtmauer hoch? Ist das ein Weg in die Stadt rein? Nee, ne? Das wäre ja
Interessant, es ist knapp, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert leider nicht. Ich frage mich, ob man da vielleicht irgendwas auftürmen kann, um doch noch drüber zu kommen. Ach, ist doch egal. Ich finde meinen Weg in die Stadt, den finde ich viel schöner. Am Hafen rum. Und ja, ich weiß, Zwergesel, eigentlich ist es nicht der richtige Weg in die Stadt rein. Es ist ein bisschen Getrickse. Aber es wird halt von den Entwicklern auch so ein bisschen belohnt. Man kriegt ja 500 Erfahrungen dafür. Von Laris dann. Weil der ja mitkriegt, dass man da nicht bei den Wachen angemeldet war. Wie auch immer der das mitkriegt, der hat wahrscheinlich seine Vögelchen in der Stadt, die ihm alles mögliche erzählen und zuzwitschern. Ich habe hier gerade Gegner gehört. Ach da, Ratten. Riesenratten, um genau zu sein. Nein, eine Riesenratte. Und Fleischwanzen. Oh, jetzt müsste ich Snuff noch finden. Aus dem ersten Teil. Für ein leckeres Fleischwanzen-Ragout. Ratten fressen also Aas. Interessant. Sah gerade so aus zumindest, ne? Das wäre die Ratte über... Ich weiß nicht, ob es über eine Fleischwanze oder über die andere Ratte war, hergefallen ist. Jedenfalls sah es so aus, als wäre die Ratte gerade von dem Kadaver angezogen worden und hätte die daran geknabbert. Interessant. Gut, jetzt habe ich hier draußen, glaube ich, endlich mal alles erforscht. Habe alle Gegner umgelegt und ich fürchte... Wo war es? Hier war es. Ich fürchte, das hier könnte die Banditenhöhle sein. Deswegen speichere ich nochmal vorher, um sicher zu gehen. Da sind Pfeile. Okay, ja, eine Ratte. Na, da werden hier die Banditen wohl nicht sein. Oh, doch, da hinten. Zumindest, da ist nichts zu holen. Zumindest sind da Leute da hinten. Eine Ork-Axt, wer sagt's denn? Leg ich mich jetzt mit denen da an oder gehe ich einfach mit der Ork-Axt zurück? Ich speichere mal, sicherheitshalber. Nicht, dass ich hier einem Banditen in die Arme renne und dann tot bin. Das wäre ärgerlich. Ist das hier das Band? Moment. Das sieht doch aus wie das Lager von den Banditen. Vielleicht finde ich hier ja sogar die gestohlene Ware. Nö, leider nein. Ach komm, ich will zumindest einen Versuch starten. Ich will hier nicht kampflos mich ergeben, den Banditen. Und wenn man den Auftrag so früh im Spiel kriegt, dann wird das ja wohl hoffentlich auch zu erledigen sein. Ich gehe erstmal so rein, ohne Waffe. Und guck mal, ob... Ich mach dich fertig. Meint er die Fleischwanze oder mich? Er meint mich. Wow. Das ist so nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Das ist so überhaupt nicht gut. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja, das tue ich. Und ich bin gerade froh darüber, dass ich mir diesen Gürtel geleistet habe. Sehr froh sogar. Denn ohne den Gürtel wäre ich jetzt wahrscheinlich schon komplett tot. Aber immerhin, ich habe den einen sehr mitgenommen. Und ich vermute, wenn ich da jetzt wieder reingehe, werde ich wohl hoffentlich zumindest den einen kriegen. Da war doch ein Blauflieder irgendwo, oder? Wo war denn der? Der war doch hier irgendwo. War das nicht hier? Da war doch irgendwo noch so eine Heilpflanze. Da! Genau. Direkt vorne dran und ich hab's übersehen. War ja klar. Sag, komm her. Ich mach dich fertig.
Na, erst den einen. Nicht die Fleischwanze. Nein, nicht die Fleischwanze. Ah. Das hätte gerade wunderbar geklappt. So überhaupt nicht. Bleib Nein. stehen, du Lump. Nein. Nicht solange ihr mich verfolgt. Oh Mann, ey. So knapp aber war das gerade. So knapp. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es 60 Lebenspunkte? Dann habe ich 61. Jetzt fehlen mir noch 15. 1, 2 und 3. Meine Güte. Hauen die rein. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich diese Aufgabe so früh im Spiel krieg und lösen kann. Moment, wo geht der denn hin? Ich mach dich fertig. Jetzt komm schon. Sehr gut. Wo ist der andere? Da ist er. Den kann ich jetzt blocken, ne? Genau. Und mir wurde gesagt, ich soll mehr blocken im Kampf. Und ich kann nur bestätigen, das funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen begeistert davon, wie gut das gerade funktioniert hat. Ist er jetzt tot? Sieht so aus, ja, ne? Ja. Diese Herumtreiber, die töte ich dann wohl auf Anhieb. Puh, ey, was war das denn für ein schwerer Kampf? Waren es die Banditen überhaupt? Ich glaube ja nein, sonst würden die ja wohl kaum Herumtreiber heißen. Andererseits könnten da natürlich noch mehr da drin sein, deswegen werde ich mich jetzt erstmal komplett heilen, bevor ich da weiter reingehe. Und vielleicht nochmal eine Runde speichern, nachdem es jetzt so gut geklappt hat. Boah, ey, war das gerade schwierig. Komm her. Nichts zu holen. Ich finde es ein bisschen lächerlich, dass diese Mini-Fleischwanzen echt zwei Schläge aushalten. Da ist eine Axt in der Wand. Ich verstehe es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Pfeile. Könnte sein, ne? Es sieht ein bisschen verschwenderisch aus, wie die mit den Pfeilen umgegangen sind. Ich schätze mal, das könnten tatsächlich die Diebe von Hakons Waffen sein. Oder nee, doch nicht? Hm. Dann wohl doch nicht. Oh, komm schon. Diese dämlichen Fleischwanzen. Ah. So, hab ich euch. Noch ein Schwert. Hier gibt's ja schon einigermaßen viele Waffen, ne? In dieser Höhle. Was ist das hier? Knochen eines Skeletts? Fleischpflanze? Moment. Machen die Stacheln Schaden, wenn ich da reingehe? Nee. Komm schon, Fleischpflanze! Das ist nicht schwerer zu besiegen, oder? Als die beiden Herumtreiber. Das wäre ja peinlich. Peinlich für mich vor allem. So, gibt es hier noch eine Truhe mit den gestohlenen Gegenständen. Nee, sieht nicht so aus. Das ist ja... Dann frage ich mich aber, was soll das hier? Was ist das? Ist das einfach nur ein Schrein für einen Gott oder so? Ich verstehe es nicht. Naja, ist auch egal. Immerhin habe ich diese Höhle jetzt ausgeräucht und ich weiß, diese Höhle hier ist nicht die richtige Höhle. Hier gibt es nicht Hakons Waffen. Schade eigentlich. War schon schwer genug, hier durchzukommen. Immerhin habe ich die Ork-Axt und vielleicht kann ich damit jetzt auch zu Harad gehen und ihn davon überzeugen, dass ich ein zäher Hund bin. Ich schätze mal ja. Genau, das werde ich dann aber in der nächsten Folge tun.
Denn jetzt ist die Folge eigentlich schon wieder viel zu lang. Und ich bleib hier an dem Schiff hängen. Warum ist hier eigentlich so ein halb kaputtes Schiff mitten im Wald? Verstehe ich nicht. Passt hier irgendwie nicht hin. Na egal. Da kann man hochklettern. So wie das aussieht. Gut, aber jetzt werde ich erstmal wieder in die Stadt reingehen. Nach diesem kleinen Ausflug nach hier draußen. Und beim nächsten Mal werde ich dann Hakon davon überzeugen, dass ich der Tolle bin. Ein toller Hecht bin. Und dann nicht zuletzt endlich mal bei Konstantino meine Lehre anfangen. Und da bin ich sehr gespannt, was mich da erwartet. Und nicht zuletzt kann ich dann ja endlich ins obere Viertel. Und vielleicht mit neuen Leuten reden und neue Dinge finden und überhaupt ganz tolle Sachen erleben. Genau. Ja, das werde ich alles tun. Und jetzt, wo ich so stark bin, fühle ich mich auch gut genug, mich mit Valentina nochmal anzulegen. Falls ich diesmal allerdings wieder scheitern sollte, dann soll es einfach so sein. Dann war es halt so. Pech gehabt. Gut, jetzt aber, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.